so lang. Und dann da vorne nach links, oder? Ja. Ich glaube, ich muss sogar da durchgehen. Erstmal alles hier plündern. Man kann ja nie genug Gold haben. Aber ich kann hier auch nirgends was verkaufen. Das ist blöd. Da ist unser Kammer. Ja, ich kann nirgends was verkaufen. Egal. Hey, hallo. Hi. Da war ich, hier war ich doch ganz am Anfang, oder? Hey, Kammerjäger. Hi. Cool wäre es, wenn ich meine eigenen Dinger sehen würde, Alter. Meine Arme mit meiner Ulti. Ist voll blöd irgendwie. Also klar, ist normal und so, aber würde ich schon gerne sehen. Jo, jetzt bin ich auch hier oben. Komm schon, auf zur Watershed-Basis. Hier geht's lang. Maliwon hat sich gut verschanzt, also mach dich auf einen Kampf gefasst. Nee, schalt deine Verbindung zur anderen Karte. Nee, das will ich nicht. Ich will noch nicht weg. Ich habe doch noch eine Mission. Hier ist diese eine andere Mission, oder, die ich abgeben kann. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, bei Gott. Hab ich. Herausforderung 5 von 5. Hab ich keine mehr. Kontaktiere Rice, befreie die Watershed. Begib dich zum Tatort. Aber ich komme ja da nicht hoch. Ich war ja da. Ich war ja da hinten schon. Ich komme ja da nicht hoch, sonst würde ich ja da hingehen. Weißt du, ich mein? Habe ich das schon gemacht? Ja, das, da hat einen Haken. Der hat auch einen Haken. Da hinten war ich noch gar nicht. Da komme ich noch nicht hin. Der hat auch einen Haken. So, dann Haken, Haken. Da hinten komme ich ganz zurück. Was ist das da? Ich schlüssel die irianische Schrift. Ja, weißt du, das ist auch voll nervig, dass man nicht per Schnellreise da einfach hinbrettern kann. Kann ich hier mit Schnellreise hin? Ja, hier kann ich nirgendwo mit Schnellreise hin, das ist ja krass. Was für eine Scheiße. Soll ich schon weiter oder soll ich die Missis noch machen? Ich würde schon sagen, lass Missis machen. Soll ich nochmal probieren, wie ich da hochkomme? Hier kann ich dann weiter mit dir gehen, aber. Nee, dann komme ich zu einer neuen Map. Das würde ich noch nicht machen. Aber wie komme ich denn da nochmal hoch, Alter? Die findet mich auch wieder wie nichts. Ich brauche ein Fahrzeug. Der soll mich finden. Wir brauchen Verstärkung! Sofort! Okay. Was dich nicht umbringt, mach dich tot! Ja, aber du bist tot. Nichts, was dich nicht umbringt. Du bist ja tot. Irgendwie kann man doch da. Irgendwie kann man bestimmt da hoch, aber ich weiß nicht wie. Hey. Hi. Kommst du on? Ich bin on. Wie kann ich dich einladen? Auf sozial. Warte.
Alter, ich habe so eine Mission abzugeben, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Ohne Witz, ne, ich muss da hoch so, aber ich komme da nicht hoch. Ich habe dich eingeladen. Bist du jetzt drinne? Ja, ich muss halt annehmen, Bot. Ich muss hier hoch, aber ich komme da nicht hoch. Eigentlich dumm. Kann ich da so einfach... kaputt schießen? Nee. Oder muss ich da so schnell fahren? Oder komme ich überhaupt? Alter, was ist da oben? Das ist diese Kiste, die ich auf dem Weg. Soll ich mal da schnell hochfahren? Ich probier's mal. Ich denke jetzt nicht, dass es das ist. Nee, ich würde das da einfach dagegen schießen. Ich komme da so hoch, mal raus. Ja, Jamal, du musst kommen und mir das zeigen. Oder? Was denn? Wie ich diese Mission abgeben kann, begib dich zum Tresor. Das ist unter der Brücke. Nee. Doch. Nein, oder? Doch. Oh, sorry, das ist da. Was ist? Ja, ich geh gerade hin, mal schauen. Bitte sag nicht, dass du unter der Brücke bist und ich bin so dumm und ich hab's nicht kapiert. Doch. Alter! Diese Familienhinrichtungen durchgeführt. Ich hab sie in Stücke geschnitten und ihre Überreste wahllos in diese Leichensäcke geworfen. Wie Müll! Das war voll cool, als ich das getan habe! Das war ich, Kammerjäger! Ich habe diese Morde begangen und sie waren alle schrecklich! Ich sollte dein Ziel sein! Das beweist nur, dass Maliwan meine Familie getötet hat. Nicht, ob Rex oder Max es waren. Meine Familie hat Vorräte in der Nähe gelagert. Vielleicht findest du dort ein paar Hinweise. Vorräte in der Nähe. Da riecht man es mal. Kammerjäger, glaub mir, ich bin der Schlimmste. Ich hab meinen Typen das grüne Zeug aus einem Säurefass trinken lassen. Er wurde zersetzt. Warte, ich komm mit. Mach mal hin. So. Was laberst du da? Das war Tinker Tony und er hat es als Mutprobe gemacht. Das zählt überhaupt nicht. So ein fettes Schiff kann nicht so ein Ding kommt lang. Machst du gerade dieses Ding? Ja, Mann. Alter. Scheiß Bullenauto. War, meine Familie zu töten. Such dir einfach aus, wen du tötest. Das wird meine Rache sein. Ich traue deinem Urteil. So, töte entweder Rex oder Max. Wen wollen wir töten? Oder killen wir beide? Jamal, kann man beide killen? Ja. Jo, mach mal das, oder? Gibt bestimmt ordentlich Ding, Loot. Ja, das ist halt Bonusaufgabe. Was schaut denn bei mir zu eigentlich? Da ist einer, der schon zu, ich weiß nicht, wie ich sehe. Also. Da bin ich vorbeigekommen. Oh. Welches Level bist du? 23. Alter, ich bin erst Ding. 10. Aber für dich sind die ja stärker schon. Das gleicht ja wieder aus. Alter, hier sind tausend Sachen, warum ist das nicht? Das Gras, die Geile Bellung! Kick! Was soll das für den
Was sind das für Dinge? Der Jamal, was am Boden so rumspielt. Das ist mein Schild. Ach, das ist die. Schau mal, patriotischer Max, da hinten ist Max. Alter, ich hab's nicht so. Ja. Hä, Max ist noch drin. Max ist ja, noch gut drin. Genau, ja, ja, das. Danke, man muss kurz warten. Ich kann endlich Frieden finden, nun da meine Familie. Wer ist jetzt gestorben von denen? Vielleicht. Komm her und hol die Leine. Keine Ahnung, ich hab irgendwo einen Antwort. Diesen Drake, oder? Hat er was gedroppt? Hier liegt doch. Ah ja, das ist nichts. Bruder, ich hab One Punch. Kennst du diesen? Ich hab googeln müssen, was das ist. So Easter Egg gefunden. One Punch Man oder sowas. Echt? Ja, ich kenn den. Edi, ja, ich hab dich einladen, bist ich hab schon den drin? Gekillt. Ist Edi schon drin? Nein, man muss sie einladen erst. Warte, ich lade dich schon ein. Wie mach ich das nochmal? Social. Einladen. Ich hab ihn eingeladen. So, okay, und jetzt? Kehre zu Sif zurück. Alter. Ja, wenn wir jetzt runtergehen, sagt die, wenn du willst, kannst du den anderen auch noch. Aber müssen wir erst runter, oder? Ja, ja. Ja, du willst, dass ich runtergehen und selber den killen, oder? Macht ja keinen Unterschied. Ja, warte, ich will mit, ich geh runter. Nee, ich schmeiß nur so die Scheiße weg. Ja, man kann ja eh nicht verkaufen, oder? Das ist ein bisschen blöd. Ich bin mir nicht mehr sicher. Schau, jetzt hat. Der andere Kerl jetzt musst du wieder hoch. Familienmörder aus. Was ist, wenn er es war? Kannst du ihn vielleicht auch noch töten? Ja. Nur für den Fall. Warte, Jamal, ich komme mit hoch. Warte, kill den mit dir. Du hast also doch gecheckt, dass ich der Schlimmste bin. Ja. Bring das hinter uns. Warte, Jamal, bitte. Ja. Cool, auf jeden Fall, du kannst One Punch Man töten. Das ist so ein Gegner, der gibt dir eine Faust, du stirbst. Echt? Hä, und dann kriegst du so eine Pumpgun, die ist so krass stark. Also bei mir hat die jetzt 368 Schaden, weißt du. Hast du die schon? Ja, ja. Nein. So eine legendäre, weißt du. Die hat nur einen Schuss, aber wenn du hast 50%, dass der Schuss nicht aufgebraucht wird. Er wusste. Nein. Okay, alle Möglichkeiten abgedeckt. Damit hast du meine Familie auf jeden Fall gerecht. Komm her und hol dir deine Belohnung, Kammerjäger. Aber wir müssen die eine Quest von gestern noch abgeben, gell? Jo, ich hab irgendeine habe ich heute abgegeben. Ich bin bei so einem Arzt. Kehre zu Sif zurück. Ja, ich war beim Arzt mit den Medikamenten, habe ich schon gemacht. Ja, okay. Da musst du Hand abschneiden, gell? Jo. Ja, warte mal, hier war irgendwo doch eine Truhe. War das hier? Nee. Kann ich von da mal? Ja, von da nicht. Edi? Warum redest du so ekelhaft? Kann ich nicht von hier durch, Alter. Wo ist mein Motorrad, Alter? Ich hab's geklaut. Wo ist denn die? Wie kann man hier raus? Es ist oben. Ja, genau, wenn du da reinfährst. Ja, gut, dass ich da reinkomme. Ja, muss reinlaufen. Ich gebe das erst ab, wenn ihr dabei seid, ja. Ja, wir sind auf dem Weg. Oh, der Aufzug kommt erst runter. Ich muss ja hochfahren mit dem, gell? Mhm. Soll ich warten auf euch? Ja, Edi läuft andere Richtung, also oh, der kommt uns entgegen. So, hier. Dann so. Edi, dir macht's nichts aus, oder? Dass du das jetzt hier verpasst hast, ist ein bisschen.
okay. Weil sonst hätten wir bei dir ein Lobby gejoint einfach. Na, na. Ich warte, Gabby, bis es abgibt. Ja. Da seid ihr. Ja. Nee, die hat einfach abgegeben schon. Ja, ist egal. Durch den Verbleib in der Stadt habt ihr eine Wettbewerbsverbotsvereinbarung mit Maliwon. Rache! Du bist ein Killer, Kammerjäger. Vielen Dank, dass du den endlosen Teufelskreis des Blutvergießens auf dich genommen hast. So konnte ich ihm entkommen. Hier, das sollte dein blutiges Gewissen erleichtern. Was? Und, wo ist das Geschenk? Keine Ahnung. Hä? Wieso hier? Ist sie behindert? Jo. Hat sie uns Geld gegeben vielleicht? Ja, ja. Wow, also, Alter. Gibt's nur Geld bei der Mission. Kann man hier nirgendwo verkaufen, Alter? Nee, hier gleich im letzten Gebiet. Wir haben Kontaktiere Rice, das ist dieses, wo wir ins nächste Gebiet kommen, gell? Ja, genau. Und dieses Befreie Watcher? Was? Das sind ja zwei Missions, Kontaktiere Rice und Befreie die Watershed-Basis. Bei mir. Das ist das nicht auch im nächsten Gebiet? Feindliche Übernahme beides, keine Ahnung. Wo? Ja, wechsel mal die Quest und dann zeig halt. Ich kann nur die zwei. Es gibt nur die Mission jetzt, glaube ich. Kartografieren. Ja, Jachos, das ist doch eine Mission. Hier. Ich hab das Kämpfen so satt. Ich will doch nur mal. Nicht ins Menü, wenn Dings Countdown ist. Schau mal. Ach, Mann. Ich hab so eine geile Bombe, die ist voll cool. Die von Edi? Nee, meine. Ich hab so eine Granate. Ich hab mit dieser Sniper hab ich so. Wechselschuss, gell, wenn du runterdrückst und danach schießt du so eine Granate, die vor ihm explodiert. Voll cool. So. Edi. Mhm. Welches Level bist du? 13, du. Alter, ich bin 10, Mann, das kann doch nicht sein. So. Lass uns jagen. Schau die hier, schau mal, siehst du? Maliwon hat eine ausgebildete und voll bewaffnete Armee. Schau mal, schau. Hart zuschlagen, nein, bei mir lädt noch. Jetzt hat. Schau, schau. Warte. Achso. Oh, geil. Das leckt wieder so ein bisschen, Arne. Das kann doch gar nicht sein. Spartix Lobby. Alter, warum kämpft sie schon? Ja, wie lange sollen wir noch warten, bis du was verkaufst? Ich hab noch verkauft. Warte, ich soll mal nicht nur Hauptmissies machen bei Stream. Sonst zieht sich das immer so, da hast du irgendwann mal 50 Stunden oder so. Weil die Gebiete werden jetzt krass lang, schau mal auf die Karte. Hier alles zu durchsuchen. Scheiß Gigi-Strike-Torpedos! Sie schicken Verstärkung! Wir schießen hier die ganze Granate. Komm schon, mein Kopie. Okay. Oh, hier ist ein Schätzpack. Wow.
Vorsicht! Und los geht's! Ihr müsst den hinten auf die Kugel schießen, dann explodiert er direkt. Sterbt, ihr Pisser! Das war klasse, Kammerjäger! Na schön, öffnen wir den Kanal zum Atlas-Hauptquartier. Verbindung wird wiederhergestellt. Weißt du, wenn wir jetzt immer alles durchsuchen, ich glaube, das ist schon langweilig zum Anschauen, so, weißt du? Die Verbindung zum Atlas-Hauptquartier steht. Nur so klettern, siehst du das? Bei mir ist auch gesagt. Musst du wissen. Edi, was sagst du? Ja. Oder sollen wir alles machen wieder? Ich hab ja alles auf der Karte, so ist es nicht. Sollen wir benutzen oder sollen wir weiter? Ja, benutzen. Der gehört zur Hauptquest. Hi, hier spricht Reese Strongfork, Vorsitzender und Kriegsgeneral der Atlas Corporation. Kurze Frage vorweg. Wer zur Hölle ist da? Und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Reese, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschneuzer. Den Soldaten gefällt er. Ich komm gleich. Ich war bei dir. Ich bin Kammerjäger. Mach's ruhig, ich weiß, bin mit den Crimson Raiders gekommen. Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Die brauchen wir alle nicht. Ich bin eine Ein-Mann-Armada. Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern. Sie sind gut, Reese. Richtig gut. Und wir können jede Hilfe gebrauchen. Banditen dringen in die Stadt ein und sie sind auf Maliwans Seite. Katagawa muss eine Abmachung mit den Kalypsos haben. Großartig. Edi, gegen was ist Brandgut und gegen was ist Korrosion gut? Mein bester Agent wird Maliwans. Ja, Brand ist gegen Mensch, also so Hautgut. Also, ja. Und Korrosion? Und Korrosion ist gegen die gut, Roboter. Triffst, ja, okay, hier sind ja Roboter, oder? Die mit dem gelben Lebensbalken ist Korrosion gut. Und die mit dem blauen? Das ist normales Schild halt, das ist Feuer. Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Fahr mal eine Runde. Diese Tusnelda hat dir ein neues Fahrzeug gegeben? Oh! Ich lade es in dein Catch-A-Ride-Profil. Dann kannst du dir an jedem Terminal ein neues Digistrakten. Was ist mit der Missy? Ja, mir ist egal, wie gesagt, ob wir können Nebenmissionen machen oder nicht. Ja, mach mal halt ein paar mit. Das Problem ist, warum ich es nicht machen will, sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin für meine Kampagne so überlevelt, weil ich schon dreimal mit euch angefangen habe. Neu. Weißt du, wie ich meine? Ja, du spielst auch viel alleine. Bro, du verstehst den Punkt nicht. Ich bin Level 23, meine Gegner sind Level 16 oder 17. Ihr werdet euch in Kampagne. Verstehen. Weil ich die ganze Zeit bei euch mitmache, weißt du? Leveln die nicht mit dir mit? Ja, nee, die Gebiete sind doch unterschiedlich. Weißt du, meine? Wenn ich weiterkomme, werde ich stärker. Superfan! Na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Maliwan einen endlos Vorrat an kreischendem Kanonenfutter gegeben. Unsere Anhänger. Und dann haben wir abgefahrene Hacksexen bekommen. Schau, das Ding ist, hier kommt später eine Nebenquest, die locker 3 Stunden dauert. Was auch immer du da unten hast, wenn man da alles durchsucht, das hat eine eigene Map noch, weißt du. Die ist doppelt so groß wie hier. Dann müssen wir die ja nicht machen.
Willst du es versuchen? Ja. Dann habt ihr auch bei Solo-Play auch noch ein bisschen was zu tun, so weißt du schon. Schwerer Ding, Bettis. Ich komme. Dieses Waffenlager ist nicht Ziel, aber es ist von einem undurchdringlichen Sicherheitskraftfeld umgeben. Was schießt da so heftig? Ja, dieser schwere Bettis. Nein, ich bin doch nicht da. Schieß ihn einfach oben auf den Tank. Edi, soll ich jetzt Brand nehmen oder soll ich Korrosion nehmen? Brand. Du brauchst ein Level 24er Ding. Artefakt für dich. Hat sogar die Skills für. Schau, der Große nimmt auch Fässer. Dann, Frankie. Hi, willkommen. Ich hab irgendwas gedroppt. Hä? Was? Ich hab irgendwas Brutales aufgenommen. Irgendwas Komisches. Das hat er an meine Waffe dran gemacht gleich. Also nicht mal rechts und links. Boah, die ist geil. So Schwertkämpfer war auch geil. Den gab's zum Zweier. Der war ein Zweier. Zerro. Zerro. Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Ohne Zucker. Und was solltest du mir mitbringen? Zerro. Zerro. Die Mission beginnt.